So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Grüß euch, Leiden. Taut doch hier und willkommen endlich bei The Witcher 3. Oh, ist das geil, ist das geil. Schauen wir mal in die Einstellungen. Ein bisschen die Lautstärke zurück. Hier die Musik. Können wir ein bisschen zurück. Effekte. Ne, das lassen wir um. Die Musik drehe ich ein bisschen zurück. So. Und wie gesagt, willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir starten jetzt ein neues Spiel und dann schauen wir mal. Das Schwert. Du müsstest die Reise Blut, Schweiß und Tränen. Du bist dann auf ein Todesmal. Boah, das ist die Frage, was mache ich am besten? Das machen wir dieses Jahr. Lassen wir uns die Tutorials am besten anzeigen. Und den Spielstand aus Witcher 2 natürlich importieren. Thank you.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, willkommen in Kaer Morhen, der Heimatstadt der Hexer, der Schule des Wolfes, damit ihr euch auskennt. Ihr habt jetzt gerade Jennifer von Wengerberg gesehen, wie unverkennbar am Anfang der Trailer, der was von vorhin schon gezeigt wurde und hier als Erinnerung schön dargestellt, ein Traum von Geralt, aber... Und was jetzt auch noch ist, wir treffen jetzt schon Ciri. Da ist halt die Frage, in welchem Zeitalter. Nur was ich mich frage, in den Büchern war Jennifer nie in Kaer Morhen wie Ciri dort war, sondern Triss. Na egal, wir schauen uns das an. Also ich lese es mal so vor. Willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden mit Glossar gespeichert, indem du ferner ausführlich Informationen zur Geschichte der Welt und der Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Also ich muss echt sagen, es ist echt... Ich habe leider nicht die Hardware, dass ich es auf komplett Ultra spielen kann, aber das, was mir einstellen lassen, lässt bei mir... Lass mich wirklich staunen. Wow. Wow. Wirklich wow. Finde mit der Hexensinne einen Schlüssel zum Schlafzimmer. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und der Umgebung. Und die Minikarte für eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Was wieder hier mit Y? Wie ist denn jetzt? Ah, okay. Aha, okay. Das ist jetzt neu. Dass ich Hexersinne habe. Also. Okay, die kann ich ausmachen. Habe ich das jetzt mit Igni gemacht? Ja, natürlich. Das war Igni. Das Zeichen Igni. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja, das weiß ich natürlich. Und wie ihr schon wisst. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Reden wir mal bis mit Jennifer. Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder.
Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Also man muss sagen, sie haben Jennifer wirklich sehr schön getroffen. Also so schön schwarzes Haar, vor allem der markante Obsidian-Stein. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in Kaer Morhen. Mich interessiert wirklich, welches Alter hier jetzt Ciri dann hat. Verzeiht, wenn ihr im Hintergrund von mir beim Donnern zwar hört, aber bei mir stürmt es gerade wie Hulle, aber das wollte ich mich nicht abhalten lassen, trotzdem Witcher zu spielen. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Ihr typisches Parfüm. Also Leute, die diverse Bücher lesen, kennen das. Hier. Wartet mal, wir gehen jetzt mal kurz, bevor wir jetzt rausgehen, möchte ich nochmal kurz den Ausblick genießen. Scheiße, der Bergpass ist schön wie eh und je. Alter, gebt euch mal dieses Panorama. Wow. Einfach nur wow. Vor allem das dynamische, die dynamischen Wolken. Alter Schwede, ich bin jetzt echt baff. Da unten höre ich Ciri. Das kann doch Ciri sein. Wow. Wirklich, wow. Also jeder, der was behauptet, ist ein grafisches Downgrade. Nee. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Machen wir. So. Gehen wir mal runter. Okay, sprinten können wir aber noch nicht. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette.
Falsch, Beinarbeit. Genug, runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut, Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Okay, mit E muss ich. Oh, da war ein Donner. Na komm. Ah, und der das da. Ah, na komm. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Ah. Ach, komm. Ah, da lang. Ah, die Maussteuerung. Die Maus muss... Das ist jetzt ungewohnt. Gewohnt. Deine Beine sind länger. Ich werd's dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Ups. Achso. Muss noch weiteren. Okay. Ah, runter, was ich auch noch. Ups. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt.
Größte Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie, die sogenannten Zeichen. Das wissen wir doch alle. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magier, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. So. Nicht schlecht. Müsste mit 1 sein. Ja. Ist mit Ziele aufschalten diesmal, okay. Drücke Z, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuhalten. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richtet sich all deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Das ist auch. Das kann sehr helfen, ne? Schnell, okay. Hübe. 1, 2, 3. Und 1. Los, schlag richtig zu. So stark du kannst. Wie eine Wanderdüne. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Nimm die. Du wirst es nie lernen. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Oh, mit Alt, okay. Ah, okay. Ich glaube, zu den Paraden. Mit Ciri. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Mhm. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterricht. Konter! Schlag gegen Schlag! Was? Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Irgendwie haben wir jetzt einen Konter gemacht. Ah, okay. Das war jetzt aus Versehen getriggert. Also, wenn er angreift, kurz loslassen. Ah, okay. Nicht schlecht. Nimm dich! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Gwen an. Okay. Hier sieht man schon ein bisschen konsolendastig das Ganze. Oh, Art haben wir. Gwen, ja, Schutzschild. Und Bekuna. Ciri, Gwen wird manchmal der Hexerschlag genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Das Quenz eigentlich schon. Wirke Igni, Geralt. Ich will Knie? Die Funken fliegen sehen. Hier. Siehst du, ohne das Quenzzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Wer will nochmal? Cool. Das hat sich jetzt auch geändert, habt ihr das gesehen? Art, Geralt. Na los. Ups. So, hier haben wir Art, die Druckwelle. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Hast du genug? Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Es ist die Falle. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Alter, sind die Zeichen jetzt cool aus. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Stirb. Ah, mit mittlere Maustaste, okay. Zeit. Okay. Ich hab jetzt die ganzen grundlegenden Hexerzeichen gesehen. Die, was ihr natürlich hoffentlich aus meinen Let's Plays den zweiten Teil schon kennt. Aber die wurden wirklich schön überarbeitet. Vor allem Irden gefällt mir jetzt sehr.
Und natürlich auch Igni, dass das jetzt mehr so wie ein Fächer wirkt. Das wird kurz und schmerzhaft. So, wo sind wir hier drin? Trainingsfassung lassen. Ah, okay. Bombenwurftraining. Na komm. Das Kampftutorial ist jetzt vorüber. Du kannst nach Belieben mit WSM weiter trainieren. Beende das Training, wenn du das Schwert mit C wegsteckst. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Na schauen. Oh, wow. Mal schauen, ob wie gut das sind jetzt eigentlich für Zeichen. Quen des Schutzschild, okay. Eine Art. Na komm her. Na komm schon. Ich glaube, das sollte reichen. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Auf.